Jo, hallo Freunde, begrüße euch. Tja, im Eigentlichen sollte das ein Video werden über Knoten, aber das dürfte in letzter Zeit hier ziemlich publik gemacht haben. Der letzte war noch der Arze, der hier ein paar super Knoten gezeigt hat, also wirklich top. Ich liebe auch Knoten, da gibt es gar nichts zu sagen. Diejenigen, die Knoten können, die machen sie natürlich sehr gerne. Aber es gibt noch natürlich Leute, die keine Knoten können, sich vielleicht nicht merken können oder so selten verwenden, dass sie bis zum nächsten Mal vergessen haben. Und für die Leute zeige ich euch jetzt eine Kleinigkeit, wie das einfacher funktioniert. Da braucht ihr dann quasi keinen Knoten. Ja, das erste Hilfsmittel wäre dieser Figur 9, wie man den nennt. Der ist extrem hilfreich, aber den muss man sich natürlich kaufen. Die zweite Methode, was ich euch zeige, hat sicher jeder bei euch am Schlüssel, nämlich einen Schlüsselring. Irgendwas Rundes, was geschlossen ist, das kann auch quadratisch rechteckig sein. Und sowas hat sicher jeder da zu Hause und braucht nicht extra was kaufen. Aber wenn ihr euch was Gutes tun wollt, diese Figur 9 sind absolut top. Und wie man das Ganze jetzt einsetzt, zeige ich euch jetzt. Ja, damit man ein bisschen einen Unterschied sieht, werde ich zwei verschiedene Farben verwenden, damit ihr es etwas leichter tut beim Zuschauen, wie das gefädelt wird. Obwohl, Freunde, ihr braucht da nicht viel wissen, auch nicht viel sehen. So, okay, einmal herum. So, wir sagen jetzt ganz einfach, das rote Ende geht an den anderen Baum und das grüne Ende bleibt eigentlich bei mir, wo normal der Knoten gebunden wird. So, wir gehen jetzt ganz einfach her, nehmen unseren Figur 9, bitte so verwenden, dass die Zacken auf euch zuschauen, also quasi so bitte, ich hoffe man kann das sehen. Und jetzt ist es gar nicht schwer, ihr nehmt die rote Leine, also die zum Baum geht, fädelt hier durch die Öse durch. Ich zeige das Ganze gleich einmal noch näher und macht hier eine Schlaufe drüber. Somit ist dieser Haken eingebunden. Dann geht man her, nimmt die zweite, was zum Spannen ist. Die wickelt man hier um, kann natürlich jetzt schon spannen. Und durch diesen Teil, der hier mit Zacken versehen ist, hängt das Ganze schon einmal auf Zug. So, jetzt hole ich die Kamera noch näher, dass ihr das genauer seht. Ja, Freunde, das Ganze jetzt hier noch einmal näher, also den Figur 9. Wir nehmen uns die rote Schnur, die eigentlich dann zum Baum hingeht, fädeln hier durch, machen hier eine große Schlaufe und ziehen das Teil einfach da durch. Somit haben wir hier eine Befestigung und das Teil kann hier nicht mehr verrutschen. Das ist optimal. Wie gesagt, die Zacken müssen zum Körper sehen, wenn ihr das verwendet. Dann nehmen wir die andere Schnur, also eigentlich mit der man normal den Knopf bindet und fädelt einfach hier durch, umwickelt einmal und spannt hier eigentlich fest. Hier sind Zähne drinnen. Ich zeige euch den dann noch einmal ganz nah und somit hält das Ganze bombenfest. Ja, und nun haben wir noch die Möglichkeit mit dem Schlüsselring. Da müssen wir allerdings ein kleines Knoterl, quasi ein halber Schlag können, aber das ist, den kann wirklich jeder. Wie gesagt, wir nehmen wieder das offene Teil, machen hier eine Schlaufe. Die Schlaufe kommt durch den Ring durch und wird eigentlich der Ring wieder hervorgezogen. Und somit hängt er hier herinnen und quasi ist relativ fix und er lässt sich auch hier nicht mehr verschieben. Jetzt nehmen wir die zweite Schnur, der normal geknotet wird. Okay, ich habe die jetzt halt länger gelassen, dauert jetzt halt ein bisschen, aber die fädeln wir hier durch den Ring durch. Ja. Und jetzt geht man ganz einfach her, legt den einmal um, macht hier ein kleines Schlauferl,
dass man hier wieder durchzieht und festgehen. Und somit hält das Ganze auch wieder. Und ich sage mal, diesen kleinen halben Schlag, den kann doch jeder. Einfach durchfädeln, zurückführen die Schnur, hier offen lassen und eine kleine Schlaufe durch die Schlaufe durchziehen und festziehen. Und das Ganze war's. Ja, Freunde, ich hatte vergessen zu erwähnen, habe ich auch immer dabei, diese Spannkarabiner. Die sind natürlich auch eigentlich super, da gibt es eigentlich gar nichts. Verwende ich auch sehr gern, sind einfach und man muss nicht viel knoten können, außer eine Kleinigkeit hier herein machen. Entweder man macht einen normalen, ja, würde ich aber nicht empfehlen, denn die Dinger gehen nicht auf. Was man machen kann, ist eigentlich so ein halber Schlag quasi, eine Lasche ziehen. Da habe ich eine, die ich so wieder öffnen kann. Das ist wirklich nicht schwer, die zu binden kann, glaube ich, jeder. Und man hängt den Karabiner ein, nimmt dann das andere Teil. Und hier haben wir eine Möglichkeit, wo wir mit der Schnur durch müssen. Das ist eigentlich schon vorgegeben. Da geht man hier mit der Schnur durch. So. Und hier rastet man hier einfach drunter ein und kann es auch hier so spannen. Da ist eine Verzahnung drin und genau dasselbe hält eigentlich Pipi feinst. Da kann nicht viel passieren. Das Ganze aufmachen, ein Zug und die Schnur wieder rausfädeln. Jo, das einzige Problem, was halt da dabei ist, ja, wenn man einen Karabiner hat, aushaken, aufmachen und fertig. Ja, bevor wir an die zweite Seite gehen, zeige ich euch aber noch einmal schnell was. Ich habe jetzt schon die eine Schnur aufgelöst, also wir gehen um den Baum herum, legen das Ganze einmal um das andere Seil und wickeln hier 3-4 Mal einfach drüber wickeln über die andere Schnur, da braucht ihr keinen Knoten, drüber wickeln, festziehen und das Ganze hält bombenfest. Ich glaube, der heißt Zimmermannsknoten. Und wenn man wieder aufmachen will, einfach entspannen und das Ganze ist genauso offen. Also da braucht ihr auch keinen Knoten können, denn ein bisschen Schnur umwickeln kennt ihr alle. Jetzt sind wir auf der anderen Seite vom Baum, also wir nehmen wieder diese Figur 9 und wir nehmen sie wieder so, dass die Spitzen zum Mann schauen. Ein kleines Schlauferl bilden, da wieder durchstecken und das Ganze hier einmal durchziehen, anziehen und das Ganze hält so um den Baum herum. Dann einmal um diese eine Öffnung, die ist schön abgerundet, damit kann man eigentlich schön spannen. Ja, hier können wir Spannung aufbringen. Ja, spannen, spannen, spannen und hier einmal arretieren und ding, das Ganze ist fertig. So, jetzt zeige ich euch das Ganze noch einmal ein bisschen näher. So Freunde, wir haben das Teil wieder da. Wir machen hier eine kleine Schlaufe, die wir hier durchstecken. Ich habe hier stärkere Seile, aber mit Barcord, das geht genauso. Also das ist hier die Schlaufe durch. Somit hängt das hier dazwischen und kann auch nicht verschoben werden. Dann einfach um den Baum herum. Hier wieder vorbei, das nehmen wir quasi als Spannteil, dieses kleine Runde. Einfach spannen, 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 spannen. Dann hier einmal herum über die Zacken festziehen. Haben, machen, fertig. Jo, das Ganze zeige ich euch jetzt noch einmal mit dem Schlüsselring. Wir machen hier ganz wieder ein Schlauferl, ziehen das da durch und ziehen den Ring herum
und es ist fertig. Und jetzt wieder um den Baum. Ja, jetzt müssen wir hier durch, weil hier müssen wir ein bisschen spannen. Einfach mit der Schnur durch und spannen, spannen, spannen. Und dann machen wir hier einen halben Schlag und das hält genauso. Also, wie gesagt, es gibt ein paar Helferlein. Diese drei Hilfsmittel gibt es, einen Schlüsselring, irgendwas Rundes, wie gesagt, egal. Diese Figur 9, die sind sehr hilfreich, denn da braucht man gar keine Knoten können. Oder eben diese Spannkarabiner, wie ich den nenne. Ja. Ja, und in dem Sinn sage ich einmal wieder danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte euch etwas helfen und wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao, Freunde.